Spot an für das Galaxy S7. Mit viel Pomp präsentiert Samsung zu Beginn der Technikmesse Mobile World Congress in Barcelona sein neuestes Handy-Flaggschiff. Beide Versionen des Smartphones haben einen verbesserten Akku, ansonsten hat sich wenig getan. Neu ist dagegen, dass Samsung das Handy als Virtual Reality Maschine präsentiert. Auch die Präsentation in Barcelona verlief teilweise virtuell über eine entsprechende Brille. Diese Geräte entspringen der Vision, zu was ein Telefon in der Lage ist und was es sein kann. Überraschungsgast Mark Zuckerberg stimmt in das Lob ein. Sein Konzern Facebook hat unlängst den Brillenhersteller Oculus gekauft und setzt nun ganz auf eine Kooperation mit Samsung. VR is going to be the most social platform. Virtuelle Realität ist die sozialste Plattform überhaupt. Deshalb haben wir mit Samsung die Brille Gear VR entwickelt. Sie ist die beste Brille, weil sie die Hardware von Samsung mit der Software von Facebook verbindet. Die Erwartungen an die virtuelle Realität sind groß. Marktforschern zufolge werden Nutzer in diesem Jahr mehr als 5 Milliarden Dollar für Geräte und Software ausgeben.